Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Airbox von Rapstar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Von Rapstar. Ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört oder gelesen habe, dass dieses Album rauskommt, dachte ich, es heißt A, also AHA, Rufzeichen hätte ich als A gedeutet. Allerdings in den diversen Interviews und Vorstellungen von Rapstar wurde das dann als Ä ausgesprochen. Und nachdem ich der Meinung bin, dass der Künstler wohl am besten wissen wird, wie sein Album oder wie dieses Wort ausgesprochen wird, heißt es anscheinend Ä. Okay, wir haben hier eine schwarze Box. Oben lesen wir das legendäre Album. AHA, Rufzeichen, und darunter dann Rapstar. Das Ganze in so einer zerkratzten Optik, also das ist nicht beschädigt, sondern die Box ist in schwarz mit so Cuts und so Kratzern gestaltet worden. Es zieht sich dann hier auch auf den Seiten durch. Komplett. Auf der Rückseite haben wir ebenfalls wieder diese zerkratzte Optik und dann hier noch die Credits. Wir haben hier einmal Machtrap und Warner Music, einen Barcode und dann haben wir hier noch den Inhalt. Standard Edition, 16 Tracks, Bonus CD mit 4 Tracks, alle Instrumentals, Rapstar Snapback, Doppelposter, DIN A2, Rapstars Handynummer, Autogrammkarte und Sticker. Okay, das Ganze im Jahr 2015 erschienen. Wir machen mal den Deckel ab. So, von innen weiß gehalten. Kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Snapback, dann das Album an sich, den Sticker, dann haben wir hier die Handynummer, die ich jetzt mal hier zuhalten werde, Handynummer. Das dürften wohl die Bonustracks sein. Oder die Instrumentals, ich schätze die Bonustracks, die Autogrammkarte und das Poster. So, die Box mit jede Menge Platz und auch innen wieder weiß. Machen wir mal zur Seite. Und dann fangen wir gleich an, wie immer, mit dem Album. Aber nach dem Album und diese Bonus-CD noch eingeschweißt sind, werden wir die mal aus dem Plastik holen. Also die Bonus-CD und dann noch das Album an sich. Gut. Wir starten mit dem Album. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal Rapstar, zumindest sein halbes Gesicht, mit heftigem Auge. Also Rapstar bekannt, dass er oftmals solche Kontaktlinsen trägt, allerdings das hier wahrscheinlich auch per Photoshop bearbeitet, je nachdem. Und dann haben wir hier wieder A und Rapstar darunter stehen. Und auch hier wieder diese zerkratzte Optik. An der Seite der Balken schwarz. Auf der Rückseite lesen wir, oder auf der Seite lesen wir Rapstar A, wie auch immer man es jetzt ausspricht. Und dann haben wir natürlich hier 16 Tracks aufgelistet. Wir haben diverse Features. Wir haben Features von Musier, Ton, Bowser und Latif, Remo, Oli Banjo, Chases, Jenny Marsala und nochmals Musier. 16 Tracks an der Zahl, Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wenn ich das Booklet rausbekomme, das ist immer so eine Sache. So, aber jetzt relativ dick. Und was haben wir hier? Das ist relativ ungewöhnlich. Wir haben hier ein Inhaltsverzeichnis
Und zwar haben wir die einzelnen Tracks aufgelistet, alle 16 Stück. Und dann haben wir hier die Tracks, inklusive der Info natürlich, wer produziert hat, wer gefeatured wurde und aber auch die ganzen Tracks Wort für Wort hier abgetippt. Also das ist richtig schön gemacht. Jeder Text hier einzeln abgedruckt und das Ganze dann noch unterlegt mit diversen Aufnahmen des Interpreten. Weitere Tracks und natürlich auch weitere Texte. Zieht jetzt durch das ganze Booklet so durch. Das gefällt mir richtig gut. Und auch diese Texte hier vom Hintergrund auch wieder in dieser zerkratzten Optik. Weitere Fotos von Rapstar. Doppelfoto oder doppelseitiges Foto. Weitere Tracks und weitere Texte. Hier diesmal nur die Schuhe zu sehen. Okay. Sehr schön. Dann haben wir noch die Credits und eine Danksagung. Und dann haben wir hier noch die Infos, wer das Ganze produziert hat. Und das hier eventuell als Wendy-Cover verwendbar. Ich werde es jetzt bei diesem belassen. So, die CD in Schwarz und Silber gehalten. Sieht so aus. Rückseite ebenfalls Silber. Und hier wieder schwarz in dieser zerkratzten Optik. Dann haben wir die Bonus-CD. Diese kommt in diesem Cover. Das hatten wir jetzt schon beim Booklet ganz hinten. Also hier wieder A zu lesen mit diesen Flügeln. Sieht aus irgendwie wie Luftwaffe oder wie so ein Orden. Und auf der Rückseite haben wir dann die vier Tracks an der Zahl. Allesamt Solo-Tracks. Hier die Produzenten vermerkt. Und dann haben wir hier noch die Instrumentals. Und das Schöne ist, es sind wirklich 20 Instrumentals. Bedeutet, wir haben die 16 Tracks vom Album. Plus die vier Tracks von der EP, von dieser Bonus-CD, auch noch als Instrumentals. Also wirklich auch die Bonus-Tracks als Instrumentals hier dabei. Sehr schön. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Und auch hier wieder in Schwarz und Silber gehalten, Bonustracks plus Instrumentals zu lesen, ebenfalls in Silber. Das kommt in so einer Papphülle, in so einem Digisleeve. Ein Sticker ist dabei, in quadratisch, auch hier wieder dieser Schriftzug, schwarz und grau. Dann haben wir eine Autogrammkarte, so sieht die aus, Rapstar mit Griff an die Kappe und hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Rapstar und auch hier nochmal Rapstar und Macht Rap, also die Logos von Künstler und Label. Ein Poster. Und zwar haben wir hier einmal das Cover im Hochformat, also auch wieder hier mit Eischriftzug darunter Rapstar zu lesen. Und dann haben wir im Querformat Rapstar in dieser Pose hier beim Salutieren und auch hier oben wieder der Albumtitel vermerkt. Also Poster zweiseitig bedruckt, einmal im Hochformat und einmal im Querformat. Dann haben wir die Handynummer von Rapstar. So sieht das aus. Meine Handynummer steht hier. Und auf der Rückseite lesen wir, was lesen wir hier? Bitte sende das Codewort per WhatsApp an die angegebene Telefonnummer. Du bekommst einen Download-Link. Okay, okay, okay. Gut, also Rapstar hat es bereits in diesen Videos angekündigt, dass man über diese Nummer Kontakt mit ihm aufnehmen kann, dass er sich da meldet etc. Und dann haben wir hier noch eine schwarze Snapback. Vorne das R, das Logo, das R von Rapstar. Gefällt mir von der Gestaltung richtig gut. Schön gemacht hier, weiß, schön aufgesticktes R. Ansonsten hier keine weiteren Details. Klassisches Snapback, größenverstellbar natürlich, für jeden individuell anzupassen.
So sieht das Ganze dann von innen aus. Hier hängt noch ein Faden weg. Mich würde jetzt nur interessieren, ob wir hier irgendwo einen Vermerk über Material oder Herstellung finden. Aber ich befürchte, dass wir hier nichts vorfinden werden. Nein. Okay, nicht weiter schlimm. Schöne Kappe, kann man gut anziehen und gefällt mir auch von der Gestaltung her richtig gut. So, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt, das Snapback in schwarz und weiß gehalten. Dann dieses kleine Kärtchen hier mit der Handynummer von Rapstar. Das Poster, doppelseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Die Autogrammkarte von Rapstar unterschrieben. Dieser quadratische Sticker. Die Bonus-CD mit 4 Bonustracks plus Instrumentals zum Album und zu den Bonustracks. Und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Das legendäre Album von Rapstar in aller Bescheidenheit hier so bezeichnet. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rapstar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.